Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch endlich das lang ersehnte Unboxing von der Valentine's Box von Lookfantastic. Ich habe schon mal in einem Video über die Produkte da drin berichtet, denn man kann die auf der Webseite schon sehen. Und da ich einige davon schon kenne, habe ich euch schon so ein bisschen informiert. Viele von euch haben sich aber trotzdem ein richtiges Unboxing gewünscht und diese Verpackung ist halt so mega cool, muss ich sagen, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das auf jeden Fall. Also wenn ihr Lust habt zu sehen, was da drin ist und ihr auch richtig sparen wollt, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß, los geht's. So ihr Lieben, übrigens, bevor ich jetzt hier gleich mit den ganzen Infos dazu starte, ich mache eine kleine Verlosung und zwar verlose ich euch eine selbst von mir zusammengestellte Beautybox im Wert von mindestens 100 Euro. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar, gerne mit dem Hashtag Beauty und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch dafür natürlich die Däumchen. Ich würde mich auch selber sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ich öffne hier ganz viele Beauty-Boxen, mache Make-up-Tutorials, Reviews, Hauls, also das volle Programm. Wenn euch sowas interessiert und erfreut, dann abonniert sehr gerne. Und dann starten wir jetzt. Ich habe richtig gute News. Diese Box hat ja Produkte im Wert von 195 Euro. Richtig geniale Produkte sind dabei, unter anderem auch Elemis. Eigentlich kostet die 65 Euro, aber ihr könnt jetzt aktuell nochmal richtig darauf sparen. Mit dem Link und dem Code in der Infobox zahlt ihr aktuell nur 42,90 Euro. Das ist so ein mega Deal. Das ist ja das Fünffache fast. Also das lohnt sich extrem. Alleine mit einem Produkt von Elemis habt ihr den Wert schon wieder raus. Ich zeige euch jetzt aber natürlich trotzdem nochmal alles ganz genau im Detail. Swatche die Sachen, probiere die Sachen aus und zeige euch, wie die performen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's. Erstmal von der Verpackung her. Das Ding sieht echt hammermäßig aus. Ich weiß gar nicht, ob man das aufziehen kann. Ja, man kann es einfach so abziehen und dann sieht das Ganze so aus. Und dann könnt ihr es hier aufklappen und ihr könnt das halt super wiederverwenden. Also die Verpackungen von Lookfantastic, gerade bei diesen Limited Editions, ist wirklich genial. Ich finde, das sieht so schön aus und da kann man sich halt auch super selber beschenken. Also für 42,90 Euro und 43 Euro, was das kostet, so viele Produkte zu bekommen, ist echt ein richtig guter Deal. Ich zeige euch jetzt mal das allererste, was mir so gut gefällt. Das habe ich nämlich auch schon und da kann ich auch ein bisschen drüber berichten. Und zwar ist hier tatsächlich eine Full Size drin von Elemis, von dem Gentle Rose Exfoliator. Das ist so ein schönes Peeling von Elemis. Ich habe das hier, ich habe es gerade mal geholt, ich wusste ja, dass es da drin ist. Das riecht nach Gurke und Rose, also eine Traumkombination, richtig frisch. Und hier drin sind so kleine Jojoba-Perlen, die eure Haut mechanisch ein bisschen peelen, ohne dass es zu hart ist. Also das sind keine harten, groben Körnchen, sondern das ist ganz, ganz sanft. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Bei mir ist schon gar nicht mehr so viel drin, also ihr seht schon, meins ist schon fast leer. Ich habe schon eins leer gemacht und das ist jetzt meine zweite Packung, die ist eigentlich fast so gut wie leer. Ich zeige euch einfach mal, wie das Produkt ausschaut. Seht ihr diese kleinen Körnchen da drin? Das sind so Jojoba-Perlen. Das peelt also wirklich nur ganz, ganz sanft. Ansonsten ist es klar, oh, dieser Geruch ist so göttlich. Das ist wirklich Gurke und Rose. Vielleicht auch noch ein bisschen Minze. Also es riecht sehr frisch. Ich nehme das total gern unter der Dusche. Ich nehme das so einmal die Woche. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Das soll die Haut einfach zum Strahlen bringen, revitalisieren und auch so kleine abgestorbene Hautzellen entfernen. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich freue mich jetzt total, dass ich jetzt eine weitere Full Size davon habe. Also ich nutze das schon seit 2 Jahren. Und ich liebe es. Das riecht einfach traumhaft. Und ich glaube, alleine mit dem Produkt habt ihr den Wert der Box raus. Hier kommt übrigens auch eine Karte mit. Da stehen die ganzen Produkte drauf. Als nächstes haben wir ein Full-Size-Produkt. Da war ich auch sehr gespannt drauf, wie das performt. Und zwar von Honest Beauty, der Cream Cheek and Lip Color in der Farbe Rose Pink. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. So sieht das aus. Das fühlt sich total schwer an. Ja, und das ist tatsächlich von Honest Beauty. Hammer. Wow, das ist ein richtig toller Ton. Guckt euch den mal an. Oh, das finde ich ja so genial, dass die hier so eine tragbare Farbe reinpacken, weil manchmal hat man es ja in Beautyboxen, dass dann irgendwie ein ganz dunkler Lippenstift drin ist oder irgendwas, was man so nicht unbedingt im Alltag trägt oder ein total lilaner Blush oder so, ja. Aber diese Farbe, ich glaube, die steht jedem. Ich probiere das mal gerade. Ich werde es einfach mal swatchen. Ich werde das dann auch mal auf den Lippen ausprobieren. So sieht es auf dem Finger aus. Hoho, guckt euch das mal an. Das
sehr cremig. Ich hatte von Honest Beauty auch schon mal einen Blush. Das ist schon ein Weilchen her, habe ich mir mal gekauft. Ich wusste gar nicht, dass Lookfantastic die Marke auch führt. Das ist eine super natürliche Farbe, wo ich mir vorstellen kann, dass die wirklich sehr, sehr vielen steht. Man kann das ganz toll ausblenden. Das liegt nicht blöd auf der Haut. Man kann es sehr natürlich auftragen, aber auch ein bisschen aufbauen. Und man kann das Ganze natürlich auch für die Lippen verwenden. Finde ich richtig klasse, werde ich demnächst mal ausprobieren. Aber ich freue mich schon mal, dass es ein Full-Size-Produkt ist und ich kenne die Qualität der Produkte und es hat mir immer richtig gut gefallen. Das ist so ein richtig schöner, warmer Pinkton. Ich glaube, der wird sehr vielen stehen. Dann haben wir hier eine Kerze drin und zwar von Demi. Ich glaube, von der Marke war auch im Adventskalender eine Kerze, allerdings nur eine ganz kleine und das sieht ja doch jetzt richtig groß aus. Damit habe ich gar nicht so gerechnet. Wow, too cute to burn steht hier drauf. Und ehrlich gesagt, ich finde auch, dass es viel zu süß ist, um die Kerze anzumachen. Also die aus dem Adventskalender habe ich noch nicht angemacht. Und die riecht so traumhaft. Ich glaube, die werde ich auch nicht anmachen. Ich muss mir jetzt natürlich mal angucken. Das ist auf jeden Fall eine große. Ah, ich glaube, das ist so ein Herzmotiv. Ja, ist das geil. Wow, guck mal bitte, wie schön. Also das ist ja traumhaft. Das riecht so gut nach Vanillecookies, irgendwie so nach Keksen. Also da möchte man eigentlich gerne reinbeißen. Mir läuft schon wieder das Wasser zusammen. Hammer. Also das ist wirklich ganz, ganz schön. Ich glaube, das werde ich mir direkt mal hier hinstellen in meine kleine Kerzenkollektion. Das beduftet den ganzen Raum. Traumhaft. Also auf den Bildern konnte man auch gar nicht sehen, dass das so eine Riesengröße ist. Finde ich richtig cool. Weiter geht's mit We Are Paradox Moisture Hangover Hair Elixier. Guck mal bitte, wie geil das ausschaut. Das ist wie so ein Flachmann. Aber dieses Produkt habe ich schon mal ausprobiert. Das war der Oberkracher. Ich glaube, ich teste das jetzt gerade nochmal. For fine to medium hair, tip a small amount onto your fingertip and apply through the midsections to end the dry and smooth hair. Also man darf davon auf gar keinen Fall zu viel nehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt aufkriege. Vielleicht drehen. Ja, genau. Kann man einfach hier drehen. Man darf davon wirklich nicht so viel nehmen, weil das ist ultra ergiebig. Ah, okay. Dann bleibt das hier drin hängen. Ich glaube, das roch auch ganz gut. Und dann nimmt man hier so, ich würde einmal so gehen, dann hat man ein bisschen Öl an der Hand und vor allen Dingen dieses Öl ist wirklich richtig krass. Pass mal auf. Ich verteile das mal zwischen den Fingern und ich mache jetzt mal nur mal eine Seite hier. Könnt ihr das direkt sehen? Ich glaube, man sieht es auch direkt. Der Glanz, den man davon bekommt, der ist wirklich extrem krass. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich mir die Locken jetzt damit nicht rausmache. Aber ich nehme mal noch einmal so ein Tröpfchen für die andere Seite. Also wirklich nicht so viel. Braucht man wirklich nur ganz wenig. Und man kriegt einen krassen Glanz und das ist wunderschön. Also ja, gefällt mir mega gut, muss ich echt sagen. Das ist wirklich ein Hammerprodukt. Wenn ihr auf Öl steht, das funktioniert sogar für mich gut, obwohl ich sehr feines Haar habe. Aber ich liebe diesen Glanz, den das Produkt macht. Und in glatten Haaren sieht es noch besser aus. Also da sieht man es noch ein bisschen mehr. Bei Locken muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich die Locken dann nicht rausmacht, weil ich habe ja sonst glatte Haare. Aber wenn ihr von Natur aus Locken habt, da wird das garantiert auch voll geil funktionieren. Und es sieht halt mega witzig aus, ne? Irish Whiskey for Unreal Shine. Ich weiß nicht, ob da Whiskey drin ist. Ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Hammerprodukt. So, dann habe ich hier was Neues drin, was ich noch nicht kenne, und zwar Midnight in Milan von Glasshouse. Das ist ein Body Duo. Ich glaube, ein Duschgel und eine Body Lotion. Das riecht nach Safran und Rose. Bin ich sehr gespannt, wie das duftet. Wow, und das sieht richtig süß aus. Guckt euch das mal an. Super cool. Was ist das hier? Body Lotion und Shower Gel. Genau. Ja, dann riechen wir mal da dran. Oh. Wow, das riecht super. Okay. Man kriegt mit durch den Safran sofort so ein kleines bisschen Baccarat Rouge-Vibes, finde ich. Ich werde mir das mal hier auftragen. Oh, geil. Ey, das riecht voll gut. Oh mein Gott. Das riecht ja richtig lecker. Man riecht die Rose und man riecht den Safran irgendwie so ein bisschen noch Amber-Oud, so ein bisschen würzig. Ich kriege auf jeden Fall eine ganz dezente Baccarat-Vibe-Note. Das ist einfach so, wahrscheinlich wirklich durch den Safran. Das riecht sehr, 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 sehr lecker. Wow, richtig gut. Amber ist da auch drin. Ja, das merkt man so direkt. Das ist so was Warmes, Würziges. Richtig toll. Also, das werde ich auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Schade, dass es so klein ist, aber dann kann man das mal ausprobieren.
und kann man sich dann auch super nachkaufen. Also das kann man wirklich super verwenden in Verbindung, wenn ihr Baccarat Rouge als Duft habt oder sowas ähnliches. Es passt auf jeden Fall dann sehr gut dazu. Erst damit duschen, eincremen und dann sich dann schön einnebeln. Ihr könnt aber theoretisch auch eine andere Sorte drin haben. Ich will euch jetzt nicht zu jeck darauf machen. Es gäbe auch die Möglichkeit für so eine rote Variation und das nennt sich dann Forever Florence. Und das nennt sich hier Midnight in Milan. Also es gibt zwei unterschiedliche Duftsorten, aber diese Sorte ist auf jeden Fall grandios und man kriegt eins von beiden. Ne? Kann mir aber vorstellen, wenn das so gut riecht von dieser Marke, dass auch die andere Variation gut ist. So, als nächstes habe ich hier noch einen kleinen Leave-In Conditioner von Way drin. Den hatte ich auch schon mal. Der ist super schön, wenn ich mir keine Wellen mache, weil ich finde, dass der ein ganz kleines bisschen beschwert. Ich nutze den total gerne im Urlaub, wenn ich eh keine Locken mache. Wenn ich zum Beispiel einen Strandurlaub habe und ich brauche etwas zum Durchkämmen der Haare, dafür ist das super. Und dann sehen die auch schön glänzend aus. Ohne dass ich da jetzt irgendwas weitermachen muss. Die kann ich dann per Luft trocknen lassen und das ist perfekt. Und dafür ist das super. Deswegen werde ich mir diese kleine Größe auf jeden Fall in mein Reisegepäck, in meine Reisegepäcktasche packen. Und dann habe ich schon direkt was für den nächsten Urlaub. Dauert zwar noch ein Weilchen bei mir, aber da freue ich mich schon mal drüber. Dann haben wir hier noch ein weiteres Full-Size-Produkt und zwar von HelloFab First Aid Beauty, ein Coconut Skin Smoothing Primer Moisturizer. Ich glaube, den hatte ich nur mal in einer kleinen Größe und jetzt kommt der hier auch in der Full-Size. Also das ist der Hammer. Das ist hier so ein Primer, genau, der riecht nach Kokosnuss und das ist im Endeffekt eine feuchtigkeitsspendende Creme, die ihr unter Make-up auftragen könnt, dann ist die Haut richtig schön durchfeuchtet und das Make-up sitzt einfach besser darüber. Grandios. Also das ist auch wirklich ein tolles Produkt, was ich auch schon ausprobiert habe. Und auch keine günstige Marke, finde ich absolut genial, dass die sowas Cooles da reinpacken. Ne? Dann kommen wir zu dem Stift von Delilah. Da habe ich ja eigentlich gedacht, dass es ein Lip Liner ist, was mich sehr gefreut hätte. Es ist aber tatsächlich ein Eyeliner und zwar ein Longwear Retractable Pencil in einem Braunton. Und ich liebe ja braunen Kajal, deswegen ich swatch den einfach mal und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, der ist sehr cremig, ist ein ganz schöner Braunton, gefällt mir richtig gut. Werde ich direkt hier an meinem Schminkplatz liegen lassen und mich einfach mal die Tage damit schminken. Ich mag einfach solche Minen, die man nicht spitzen braucht. Der ist sehr schön cremig und ist nicht so ein warmes Braun, sondern so ein bisschen kühl mit so einem Khaki-Unterton. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir zu guter Letzt noch ein kleines Produkt, nämlich eine kleine Mascara von Morphe, die nennt sich Make It Big Mascara. Ja, die werde ich einfach demnächst mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade sehr, sehr viele Wimperntuschen offen, aber ich zeige euch einfach mal das Bürstchen. Ich habe jetzt von Morphe noch keine Wimperntusche ausprobiert. Ah, das ist so eine schöne Sanduhrbürste. Mit sowas komme ich eigentlich sehr gut klar. Werde ich einfach auch mal ausprobieren. Ist auch sowas Schönes, Kleines zum Testen. Allerdings sind hier schon 5,5 Milliliter drin, also ist es eine halbe Größe. Dadurch kann man das natürlich schon ziemlich lange ausprobieren. Ne? Und für einen Urlaub ist sowas immer ganz gut, für die Handtasche zum Nachauftragen. Also ich mag solche kleinen Größen auch sehr gerne. So ihr Lieben, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Produkte sind wirklich der Kracher. Besonders begeistert hat mich tatsächlich auch diese Bodylotion und das Duschgel, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Dann finde ich es cool, dass diese Kerze in so riesig kommt. Die riecht so gut, also der ganze Raum duftet jetzt schon extrem lecker danach. Natürlich, mein Highlight ist auf jeden Fall von Elemis das Peeling. Alleine dafür lohnt sich das schon. Und dann hat man so viel zum Ausprobieren für die Haare, Eyeliner, auch Originalgröße, kostet bestimmt auch 20 Euro. Dann dieses Haaröl ist genial und auch noch den Primer. Also ich finde, diese Box lohnt sich extrem. Ist wirklich mit einer der besten Boxen von der gesamten letzten Zeit. Einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch von den Produkten, die da drin sind. Wenn ihr Lust auf die Produkte und die Box habt, dann wartet nicht zu lange, denn ich glaube, die wird ganz schnell ausverkauft sein. Wie gesagt, mit meinem Link und Code in der Infobox zahlt ihr nur 42,90 Euro dafür. Und dann wünsche ich euch viel Glück, dass es noch verfügbar ist, wenn ihr es haben wollt. Ansonsten könnt ihr auch gerne an meiner Verlosung teilnehmen. Ich verlose euch ja eine selbst zusammengestellte Beauty-Box. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar, gerne mit dem Hashtag Beauty und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch die Däumchen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr abonnieren und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.